So, wir sind jetzt zum Dragon Quest Mountain gefahren. Mal schauen, was uns erwartet. Viele schreiben wohl, es soll ein anstrengender Anstieg sein, etc. Man soll festes Schuhwerk haben. Mal sehen, ob es wirklich so anstrengend ist. Ist auf jeden Fall eine schöne Dschungelgegend hier. Genau, das ist der Weg. Wo wir gerade schon einen Tipp bekommen haben, man soll nicht diesen Weg nehmen. Da verirrt man sich. Geht ja schon gut los hier. Sieht ja schon sehr schön aus. Und kompletter Dschungel, total dicht. Namta Nak Pond ist bestimmt geil, was ich kann. Was ist das? Ich glaube, man kann es hören. Ist ja wie ein Dampfkessel. Also Zwischenfazit, man schwitzt ordentlich wegen der hohen Luftfeuchte. Aber an sich ist der Weg ganz okay. So. Ah, hier lieber hier hoch. Was? Hier lieber hier hoch. Alter. So, dann geht's hier weiter. Endlich mal Stufen. Bum, bum, bum. Das ist strukturierte Ameisengangart. Ups. So, die ersten 2 Kilometer sind geschafft. Und dann kommt man schon mal hier raus. So, hier gibt es einen Abzweig. Was auch immer ein Fahrnamen J ist. Vor allem einmal mit D und einmal mit T. Wir gehen mal hin. Danach geht's weiter zum Viewpoint. Viewpoint. Das ist der Wasserfall. Hanam J. Das ist so verdammt laut hier. Mmh.
Puste weg. Dann rechts zum Namtanak Pond. Okay, hier ist der mächtige Namtanak Pond. Sicher. Doch, das ist er. Weil da drüben steht halt Turn Back. Und hier ist abgesperrt mit Stacheldraht. Gut. Noch höher, noch höher, noch höher. So, wir sind da. Das ist die Spitze. Wenn ihr hier seid, vergesst die Leiter nicht. Dann kommt ihr nämlich auf diesen tollen Felsen. Da hat man wirklich einen schönen Überblick. So, alles in allem kann man sagen, dass der Aufstieg schon anstrengend ist, aber es hält sich noch in Grenzen. Festes Schuhwerk würden wir tatsächlich empfehlen, obwohl man das auch nicht braucht, wenn man ein bisschen langsamer unterwegs ist. Sorry, festes Schuhwerk würde ich auf jeden Fall empfehlen. Stock und Stein und alles, sowas auf jeden Fall festes Schuhwerk. Okay, man muss sich so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Zeit nehmen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht ungefähr? Also wir haben den Wasserfall mitgenommen, wir haben den Teich mitgenommen. Den Wasserfall können wir empfehlen, den Teich. Der Teich sind 2 Pfützen. Ja, 2. Wir sind ungefähr 9:45 los, jetzt haben wir es 10:50. Okay, also haben wir ungefähr so 2 Stunden und 15 Minuten gebraucht mit den beiden. Viele Fotospots aber. Genau, viele Fotos gemacht, viel gefilmt, entsprechend, ja. Nehmt euch einfach ein bisschen Zeit mit. Und ja, genießt den Ausblick. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit, man ist die ganze Zeit total nass. Genau, man wird sehr nass hier. Unsere Sachen sind komplett durch. Gut, dann wieder runter.